Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von Gothic Online Untold Chapters. Ich drücke jetzt einfach mal den Aufnahmeknopf mit, weil ich glaube, jetzt passiert was. Passiert da endlich was? Hauptmann Okid Eichenwarte, Alexandril! Bitte, Alexandril. Ich war jetzt noch gerade im Gespräch mit ihm über die Kultistin. Die Barriere schwächelt. Wie bitte? Schwächelt? Sag ich so. Bitte, Alexandril, der Statthalter war aber bei euch. Hauptmann Okid. Nein, Fenrich Malek. Bitte, Alexandril. Gut. Niemand wusste offenbar genaueres darüber. Nicht einmal der Abt. Das Einzige, was bisher wahrgenommen werden konnte, sind Schwankungen im magischen Gefüge. Deshalb wurden bereits alle Vorbereitungen am Pass getroffen. Wir wissen nichts Genaues, aber wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Greift sich an den Kopf. Warte mal. Face. Ist das? Nee, shit, ich dachte, es gab Facepalm. Die Mauer, ihr wusstet das. Wisst ihr, es gab eigentlich so eine Facepalm-Animation, dachte ich. Ich mache einfach mal slash Kopf, das geht auch. Ob man okay von, bitte Alexandril, wir wussten nichts Genaues. Nicht einmal der Abt weiß, dass was dort genau vor sich geht. Oh je. Die Barriere schwächelt. Wir waren erst diese Woche da und prüften die Lage. Erzähl mir doch nichts. Die Mauer wurde... ups. Es ist morgens 5.22 Uhr, es ist heiß und Lord Luwin saß ohne Rüstung oder Kleidung jetzt großartig hier, also nur mit der Standardkleidung, weil es einfach so warm war. Ich habe es jetzt so ausgespielt, dass er nachts nicht schlafen konnte. Dann hat er einen Plausch mit Ritter Alexandril angefangen. Die Mauer wurde erst vor Monaten fertiggestellt. Wie schreit das ein? Als Sicherungsvorkehrung. Weil das weiß ich. Ich war ja immerhin mit Lord Wayne dort. Die dicke Rüstung vom Hauptmann aus Acholos. Ziemlich cool. Ich hab's übrigens jetzt mal beobachtet mit dem Hunger und dem Durst. Also... geht schon wieder schnell runter mit dem Hunger, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es bei Anna genauso ist. I don't know. Wie lange weiß das Kloster oder der Orden schon, dass die Barriere schwächelt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, weil wenn... es sein sollte, dass die Barriere fällt, dann muss Luwin das unverzüglich dem königlichen Hofe mitteilen. Wobei ich glaube, das wird wahrscheinlich schon der oberste Paladin hier machen. Ritter Alexandril, ich erzähle dir nichts. Das sagte ich bereits auch dem Statthalter. Wir wurden gewarnt, aber hatten nie Gewissheit. Nicht einmal jetzt. Niemand, wirklich niemand weiß, was dort vor sich geht. Deshalb haben wir vorgesorgt und alles getan, was in unserer Hand lag. Unnötige Gerüchte hätten nur das Volk beunruhigt. Ich puste durch. Ich glaube... ich gehe... oh. Jetzt muss ich mal Ups schreiben. Ich glaube... ich gehe mal meine Rüstung anlegen. Das weiß ich nicht und es ist auch völlig unnötig. Ich bin Ritter, ich habe meine Befehle und ich habe sie dem Lordkommandanten meine Rechenschaft abzulegen. Es tut mir leid. Also dem Hauptmann der Miliz, dem Befehlshaber des Rückgrats der Streitkräfte unserer Stadt, wird in dieser Sache nichts erzählt. Oh je. Ja, Luwin geht mal schnell seine Rüstung anlegen. Es ist jetzt auch schon 6 Uhr morgens.
Upp. Übrigens, natürlich auch mit dem geilen Elon-Abzeichen jetzt hier. So. Slash clear. Und ich bin schon wieder am Hungern, ey. Wahnsinn. Jetzt bin ich... Wow, danke. Jetzt habe ich mich übergeben. Klasse. Ich hätte wahrscheinlich noch nichts essen sollen. Belastend. Jetzt werde ich mich noch schlechter heilen als vorher. Mir wurde aufgetragen, niemand soll davon erfahren, der nicht in der Magie unseres Herrn unterwiesen wurde, da die Gefahr der Kultisten und ihrer Doppelgänger zu hoch war. Dies sagte ich sowohl Malek und Gavin bereits. Ich warte, wann der Punkt angekommen ist, wo ich einschreiten sollte. Jetzt wahrscheinlich gerade überfüllt und dir wird schlecht. Ja, danke. Hauptmann Okin von Eichhorn spuckt zur Seite aus. Die sauern langsam nichts mehr. Ruhe. Alle beide. Das schreibt einfach, wir stochen genauso im Dunkeln wie ihr. Die Miliz und das Volk Mythanas hatte vereint nicht helfen können. Nicht einmal die Archive des Klosters geben, etwas darüber preis. Wohlbemerkt, im größten Archiv des Königsreichs. Ruhe, alle beide. Es bringt jetzt nichts zu streiten. Wir sollten jetzt gemeinsam die Lage, der Lage auf den Grund gehen. Wenn die Barriere wirklich schwächelt, wie gesagt wird, dann ist die ganze Insel in Gefahr und somit auch diese Stadt. Das sollte ich wohl wissen, verdammt. Und jetzt wisst ihr es doch, Mann. Ich warte jetzt noch kurz, was er schreibt. Seine Rüstung sieht schon geil aus, muss ich sagen, von Alex. Mit dieser Rose da in den Flammen. Ist schon cool. Ritter Exzentrisch schaut besorgt zu Geluwin. Wir waren regelmäßig vor Ort, um die Lage zu prüfen, doch wir können nichts unternehmen. Deshalb wurde beschlossen, die Ruhe zu bewahren und die akuten Probleme anzugehen, Shotgun Okin. Und diese Probleme gab ich dem Fenrich Tanjev weiter, dass er sie ins Milizbuch eintragen sollte. Die Lage der Kultisten war unser wichtigster Anlaufpunkt. Jetzt kommt Faust dazu. Morgen, die Herrschaften. Und was hättest du getan, Okin? Er schaut schief an. Bitte, Alexandril. Wie viele Männer sind am Pass in der neuen Burg. Die nicken Faust. Luwin nickt gen Faust. Migen Okin. Gut. Ich komme mit.
Einige Dutzend Mann genug, um jeder Belagerung eine schriftliche Stand zu halten. Bitte, Alexandril. Ihr kommt bitte mit mir an den Pass. Ich muss mir selbst ein Bild der Lage machen. Nein, Oaken sprach mich lediglich auf die Lager. Einige Dutzend Mann, genug um jeder Belagerung der Sträflinge standzuhalten. Ich weiß halt nicht, ob ich als Lord einen Paladin befehligen kann. Das ist gerade irgendwie. Da habe ich gerade irgendwie so Lore-Fragezeichen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich als Adliger jetzt über den Paladin stehe oder auf einer Ebene. Oder keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Herr Faust von Goldschrift atmet schwer aus. Das klingt fast schon so, als ob demnächst unangenehme Situationen auftreten werden. Ich sorg mal für Proviant, für den Orden. Was zum Geier ist hier eigentlich los? Untote Schergen, unsichtbare Braunkutten, Brieffreundschaften mit Kultisten und Geheimnisse vor mir. Streithähne gehen sich gleich an den Hals. Ich hoffe, ich kann das verhindern. Das sollten wir aber nicht allein gehen. Und meines Wissens nach hat die Lage sich nicht verändert. Das Kloster war erst diese Woche dort. Ich werde nicht hier umsitzen, wenn ich nach diesen Neuigkeiten. Ich werde nicht hier rumsitzen. Ne, ich habe diese Neuigkeiten. Anna, ich nach hier. Für die Krone. Formationen. So. Sammeln. Okay, jetzt muss ich kurz aufpassen. Brieffreundschaft. Du hörst entweder nie zu oder machst nur Anschuldigungen oder tust dir so, als ob du das Opfer aller wärst. Okay, jetzt muss ich kurz aufpassen. Was genau dort vor sich geht, weiß nicht mal der Orden. Shotgun Okin. Okin Eichenbart ruft. Ja, binde dich weiter an Kultisten drin. Ich werde nicht hier rumsitzen, wenn ich nach diesen Neuigkeiten nicht meiner Pflicht nachgehe, für die Krone Informationen zu sammeln. Und du Arschloch meinst, mich sterben zu lassen? Und wolltet ihr wohl ein Schwert durch den Magen rammen, obwohl ich nicht mal den Plan für diese Scheiße gemacht habe? Ich gehe jetzt zur Kaserne und sammle alle Soldaten, die ich finden kann. Ritter Alexandre über die Kultisten will die Miliz informiert. Die Informationen, die ankommen, sollen rein besprechen. Ich werde nicht lügen. Ich habe einen Eid auf meine Tugenden gelegt. Okay. Ein Beben rollt über die Insel Kurin, gefolgt von einem tiefen Donner, aber ihre Blitze zucken über den Himmel und knistern mit mir. Mi schaut gen Himmel und schluckt. Wurf. Ich hab gar nicht viel. Wurf. Max Mana. Wow. Wie viel Mana habe ich denn? Achso, null. Okay, Mi bekommt's mit. Hör dir das geht seit Wochen so. Mit zum Hauptmann. Hast du Mana? Nee. Mit zum Hauptmann, oh Gott. Hauptmann.
Ich komme mit euch. Er ist der Auserwählte. Gerne. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich soll dann tun, setzt den okay nicht. Und wenn diese Verschwörungstheorien die Stadt nicht bald auf, in der Stadt nicht bald, warte mal. Und wenn diese Verschwörungstheorien der Stadt nicht bald aufhören, kann bald niemand mehr etwas anvertrauen. Befehle sind Befehle. Sowohl für den Orden als auch für die Miliz. Mann, hört doch mal jetzt auf zu streiten. Wir warten nur kurz auf Faust. Gut. Hauptmann geht schon mal vor und informiert eure Männer. Okay. Ach, Lord Argotar ist hier vorne. War der Fischen? Was für eine Legende. Tatsächlich, das ist Lord Argotar. Was ist das? Leere Eimer, angereichertes Gestein. Mit seiner Pfeife im Mund. Wir müssen los. Nickt. Grüßen gen Lord Argotar. Er erwartet nicht, er geht ruhig weiter. Ist gut. Oh. Hä? Wo ist denn jetzt? Okay, vielleicht Disconnect. Hab ich jetzt nicht gesehen. Er geht erstmal auf entspannt fischen, das ist super. Habe ich noch Heiltränke? Ja, aber nicht mehr so viele. Coole Rüstung, die er hat. Faust. Ach, da ist er wieder. Nickt und geht sich umziehen. Rüstung, die er hat. Freiherr Faust von Goldschild. Wenn die Barriere fällt, wäre das eine Katastrophe. Wenn die Barriere fällt, wäre das eine Katastrophe. Cooles Schwert, was er auch hat. Ui. Richtig cooles Schwert. Für den Fall der Fälle haben wir ja diese Festung errichtet. Und was ist dann mit dem Erz? Die Sträflinge werden wohl nicht mehr weiter fördern. Und was ist mit dem Erz? Die Sträflinge werden wohl nicht mehr weiter fördern. Der Hauptmann neigt nur gern zur Dramatik. Versucht nicht die Zukunft vorherzusehen, wenn sie noch unklar ist. Versuche nur die Gefahren abzuwägen und woraus
zu denken. Ich versuche nur die Gefahren abzuwägen und vorauszudenken. Ach ja, Argutha, wir haben nur noch Essenzen gehabt. Ja. Ich habe 10 Extrakte bei mir. Oh, das ist gut. Sehr gut. Ja, jetzt gibt es wohl erstmal so eine Art Generalmobilmachung hier in der Stadt. Wir haben begnadete Krieger und Taktiker in unserem Reihen. Ja, das wird nicht angezweifelt. Zweifel ich nicht. Gern, Alec. Das bezweifle ich nicht. Ein Paladin ist so viel wert wie 5 Sträflinge in dicker Rüstung. Okay, ich geh erstmal mit. Der Orden wird sich für alles sorgen. Stillgestanden! Lord Lurin wirft einen Blick in den Hof. Gut. Wie wir jetzt hier stehen. So richtig badass. Ich wünschte, ich könnte das Interface jetzt irgendwie ausschalten. Also jetzt auch das Inventar-Interface, sodass diese 5... Ich hoffe, irgendeiner von den Jungs hier vorne ist schlau genug, einen Screenshot zu machen. Wie die da alle stillstehen, das sieht so geil aus. Ach, der eine da links, der zweite von links mit dem Amulett da. Ich glaube, das ist der Mikkelsen, der Edelmann. Hauptmann Oke von Eichbart. Mich haben soeben äußerst beunruhigende Nachrichten erreicht. Der Orden hielt es bis jetzt wohl nicht für nötig, die Miliz dahingehend entsprechend zu informieren. Lord Argutha mustert die Reihe von links nach rechts zuerst an den Gesichtern, dann von den Füßen wieder nach rechts. Von rechts nach links. Ritter Alexandril seufzt. Das fette Zweihandschwert, was der Hauptmann hat, ist ja auch stabil. Jetzt leider die Musik aus. Ach, schade. Muss kurz in die Küche. Hauptmann Okin von Eichenbart. Die Barriere schwächelt offenbar. Was immer das auch bedeutet. Manch einer spricht davon, dass sie sogar einstürzen könnte. Lord Luwin mustert die Gesichter der Männer. Es sind jetzt 8 Leute mit uns, plus 5. Ja. Fenrich Malek schaut streng nach vorn. Fenrich Edwards entgleitet die Fassung, aber hält den Mund. Hauptmann Okin von Eichenwart. Die Sicherheit der Stadt ist somit des Reiches und somit des Reiches ist gefährdet. Ab sofort befindet sich die Miliz in höchster Alarmbereitschaft. Höchst klug, möchte ich mal kurz anmerken. Ach, ich habe noch einen Kaffee hier, ist ja wunderbar. Brigandier Enzio verzieht keine Miene, abgesehen von einer gehobenen Augenbraue. Hauptmann Okin von Eichenbart. Und wo wir gerade so nett versammelt sind. Ich hoffe wirklich, dass einer von den Milizen da jetzt einen Screenshot macht im First Person. Das wäre ja mal bitte dringend notwendig.
Wenn ich jetzt unsichtbar hier stehen würde, würde ich es ja machen, aber... Gefreiter Xerxes! Porträt. Das ist auch so ein geiler Name. Xerxes. Der hat auch schon einiges mitgemacht, wie es aussieht. Auch kurz clear. Ich muss mal ganz kurz raus. Ja. So. So besser. Herr Hauptmann, gefreiter Xerxes, vorgetreten, wie befohlen. Oh Gott. Klingt so, als ob man einen übsten Stock im Arsch hätte. Stämmig einige Namen, misstrauisch gerichtete Nase. Ich finde das so cool, wie das aussieht, wenn die so stillgestanden stehen. Das sieht so cool aus. Ist schon klasse. Wahrscheinlich wird er jetzt befördert, schätze ich mal. Er kriegt jetzt wahrscheinlich seine Rüstung und wird dann ein bisschen mehr aushalten, falls am Pass zu kämpfen kommt. Keiner weiß, was passieren wird. Bin sehr gespannt. Ja, also ich weiß schon, was passieren wird. Das ist ja das Event, was heute passiert. Das soll ein neues Server-Update. Das dritte Kapitel geht heute los. Also ich weiß schon, was passiert, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich es nicht wüsste. So genau weiß ich es auch nicht genau. Also ich weiß jetzt nicht, was passieren wird am Pass. Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es was mit der Barriere zu tun hat. Es tut gut, dich wieder in der Truppe zu wissen. Ich werde nun etwas tun, was ich schon vor deiner Abreise zum Festland tun wollte. Kraft meines Amtes erhebe ich dich hiermit in den Rang des Brigadiers. Hauptmann Okin von Eichmann reicht. Eine Rüstung. Umziehen, Soldat! Gefreiter Xerxes reißt die Augen auf. Schmeißt dir die Rüstung in den Dreck. Was nehmen sie dir? Bück dich! Ja, wohl, Hauptmann. Lord Luwe nickt zufrieden. Jetzt haben wir 5 Brigadiere. Wobei ich gar nicht weiß, der dritte da von links, der Fähnrich. Den Brigadier ist es ja nicht, das ist ein Fähnrich. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied ist. Verdammt, wo stecken meine Offiziere? Stimmt, Zarathustra fehlt, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, ein... Nee, das ist kein Offizier, das ist ein Leutnant. Ein Leutnant. Ich bin so stolz auf mein Wappen, was ich da auf der Brust trage. Das ist schon echt geil, dieses Abzeichen. Also, ist kein Abzeichen, es ist eine Brosche. Ja. Kann auch die mit Schärpen-Variante tragen, aber ich finde, die hier sieht irgendwie einfach besser aus. So broschenmäßig sieht die hier schon besser aus. Hauptmann eigentlich mal. Achso, Fähnrich Edwards linst Richtung Malek. Lord Agutar murmelt etwas vor sich hin. Gefreiter Xerxes zieht sich hastig um. Es rumpelt in der Werkstatt beim Versuch. Mit dem Hosenbein fällt ein Besen um. Das stelle ich mir super vor. Ich mache mal einen Wurf darauf. Wie hört das Rumpeln und Pumpeln in der Werkstatt? Und grinst kurz. Reiter Finn nickt Xerxes zu. Ach, Xerxes, Alter. Xerxes. Oh mein Gott. Xerxes. Oh mein Gott. Was ist das für ein Name, Alter? Ich muss jetzt unbedingt immer an Xerxes denken. Melde mich mit neuem Dienstrang zurück, Herr Hauptmann. Überreicht die alte Rüstung. Überreichend der alten Rüstung. Hauptmann Oken nimmt diese an sich. Ja, die Rüstungen sehen schon cool aus, die Arolos-Rüstungen. Einreihen, Brigadier. Stramm, Jungs, jetzt geht's in den Krieg, meine Freunde. Bin mir ziemlich sicher, dass am Pass einiges los sein wird heute.
Ja, aber achso, warte mal, das kann man ja kurz mal sehen. Spielerzahl. 126 Spieler. 54 auf Grünes, 72 im Minental. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord in den letzten Tagen jetzt gewesen. Uiuiui. Da ist viel los. Zerkses. Das ist ein absoluter Zungenbrecher. Dabei kann man sich die Zunge gar nicht brechen, weil sie gar keine Knochen hat. Boah, es ist gerade ja abends hier, 19.53 Uhr. Und in meinem Büro scheint gerade so krass die Abendsonne durch, dass ich fast nichts sehe auf meinem Bildschirm, weil einfach so heftig die Abendsonne gerade scheint. Ich hätte die Jalousie vielleicht vorher runter machen sollen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, also vor 20 Minuten ungefähr war noch so dicke graue Regenwolken und es hat noch geregnet. Da hatte ich gar kein Problem, aber die sind jetzt einfach weg. Ob ein Okay von Eichenbad. Gut, haltet euch in der Nähe der Kaserne auf. Wir warten, was die Tage noch so bringen. Dem Grollen der Barriere nach habe ich ein ganz mieses Gefühl. Weggetreten. Ob man Okay von Eichenbad. Heinrich Malek, kurz zu mir. Die Frau dafür. Jawohl. Ach, ich dachte, wir gehen jetzt zum Pass. Okay. Ach, das ist Lord Agotai hier. Gefreiter Xerxes schaut eine Weile an sich herunter. Ob man Brigadier Enzio. Wo ist der Kerl jetzt abgeblieben? Fenrich Edwards. Ritter. Was hat es auf sich mit der Barriere? Weiß man was genaueres? Sagt man freundlich. Lord Agotai spricht laut. Männer, auf ein Wort von unserer Seite. Fenrich Edwards. Einhorn. Oh, du wünschst erstes. Ein rein, Männer. Bitte Alexandril mustert die Truppe. Sein Blick schweift von rechts nach links und zurück. Er schaut dann den Fähnrich an der Vortrat. Ja. Gefreiter Finn schaut zu Argotar. Die Sonne verzieht sich jetzt gleich mal oder geht gleich mal unter hier. Ich will langsam mal wieder was sehen auf meinem Bildschirm. Das Schwert, was er hat. Das Drachenerzschwert, das Erztöterschwert. Oh, sieht aber auch schön aus hier. Kamera in der Laterne drin. Das hat auch was irgendwie. Witzig. Witzig, witzig, schalalalala. Waffengurt der Armee des Königs. Vollbart. Heinrich Edwards. So ein Aragorn-Typ, finde ich. Sieht er so aus. Der zweite da von links in der Reihe. So was Aragorn-mäßiges. Ja, was wird Lord Agotai jetzt der Truppe nochmal mitgeben? Ja, schwieriges Thema. Warum man der Stadtwache jetzt oder den Obersten der Stadtwache da nichts gesagt hat, ist schon schwierig. Dass da jetzt wohl Probleme mit der Barriere wohl schon länger sind, das ist schon, naja. Man hätte es dem Obersten mitteilen müssen schon, finde ich. Also, Paladin-Befehle hin oder her. Ich finde, da hat auch nicht jetzt Ritter Alexandril versagt, weil er ist auch nur ein kleinerer Fisch im Vergleich zu Lord Agotar oder zu Lord Dwayne oder zu Lord Kommandant Farkas. Ich finde aber, das Haupt in Okien hätte schon informiert werden sollen, aber man hätte ihm auch sagen müssen, dass man es aus bestimmten Gründen nicht gesagt hat oder nicht sagen sollte, weitererzählen sollte, um eine Massenpanik zu verhindern oder so, dann hätte man das schon hingekriegt irgendwie, finde ich. Aber dass die Paladine da jetzt überhaupt nichts gesagt haben, das finde ich auch schon fragwürdig. Ich meine, ich bin ja im RP auch nicht informiert worden, deshalb ist Lord Luwin genauso von dieser Neuigkeit jetzt vorhin ein bisschen überrumpelt gewesen und ist jetzt nicht in Panik, aber in Alarmbereitschaft. Denn wenn die Barriere fällt, dann würde das den gesamten Kriegsverlauf vermutlich ändern. Die Sträflinge würden kein Erz mehr fördern, die würden versuchen halt
die Burg am Pass zu belagern, durchzubrechen und ja, aus dem Tal zu fliehen wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Zumindest aus der Sicht einer Person, die jetzt nicht im Minental ist, was im Minental jetzt genau abgeht, das weiß man natürlich nicht. So, Dagota spricht lauter. Erst letzte Woche haben wir gemerkt, dass mit der Barriere etwas nicht stimmt. Die Sache mit dem Meteoriten am Sonnenkreis war eine Maßnahme, um sie eventuell zu retten. Es ist nun kein Geheimnis mehr, dass uns von nun an harte Zeiten bevorstehen könnten. Wir haben nun stärker denn je zu sein, denn hiermit wird es zu unser aller Problem. Sieht durch die Reihe anschließend Kenokin. Wir dachten, die Sache abwenden zu können, daher sagten wir zur Barriere weiter nichts. Da sie nun wirklich droht einzustürzen, ist es nun kein Geheimnis mehr. Fenrich mal knapp und wird gespannt, Alter. Ritter Alexandril blickt kurz gen Okin und dann gen Argotha und nickt einige Male. Fenrich Edwards nickt mehrere Male und geht sich durch den Bart, während er den Worten lauscht. Die Verbrecher werden bestimmt versuchen abzuhauen. Unsere Befestigung in einem Pass zusammen mit der Ordensgarnison, die sich dort aufhält, wird standhalten. Also, Gefreiter Xerxes denkt seinen Teil zu magischen Dingen und verzieht nur kurzweilig das Gesicht, als er weiter hellwach lauscht. Lord Luwin rümpft sich ab und an die Nase und schaut durch die Reihen der Männer. Tja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was jetzt am Pass passiert. Es ist jetzt 20 Uhr. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Jetzt sollte das Event jeden Moment losgehen. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie das Ganze aussehen wird oder was jetzt konkret passiert die nächsten 1, 2, 3 Stunden. Keine Ahnung. Das wird jetzt sehr interessant werden. Also ich halte es jetzt für eine gute Idee, zum Pass zu gehen. Aber mal schauen. Bei dem RP ist es ja so, dass die Burg besetzt ist und dort eine Garnison stationiert ist, die wahrscheinlich erstmal einen eventuellen Angriff verhindern wird. Aber die Sträflinge im Minental, selbst wenn die Barriere jetzt fallen sollte, das können die Sträflinge ja gar nicht wissen von innen. Die müssten sich ja auch erstmal organisieren und mobilisieren, bevor die zum Pass gehen würden. So, Dagota lauter. Die Verbrecher sind unser kleinstes Problem, denn jeder, der weiter als einen Feldweg denken kann, wird vermuten, dass die ganze Sache von Kultisten, Kuttenträgern und Schwarzmagiern ausgeht. Bestimmt gibt es sie auch in der Kolonie. Niemals hätte die Barriere von außen weg geschwächt werden können. Durch magische Rituale. Dies wäre uns aufgefallen. Okay. Der Rechtfertigungslord Argotha. Muss ich jetzt hier von so einer Gruppe Rekruten und Brigadieren rechtfertigen, warum die jetzt nichts gesagt haben. Ritter Alexandril nickt erneut und seine Miene verfinstert sich beim Wort der Kultisten. Ich Faust noch da? Ja. Wäre irgendwie cool, wenn Faust sich jetzt zwischen Alexandril und mich hier stellen würde. Was hat denn der da für eine seltsame Animation hier? Ein seltsamer Stand, den die da eingenommen haben. Wahrscheinlich so ein alternativer, wahrscheinlich zum Gang marschieren oder zum Gang arrogant oder zum Gang, weiß ich nicht, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Gangarten. Schreiten lässig, arrogant, gibt's da nochmal so alternative Varianten dazu. Ich habe Standard Alt drin. Also Standard Alternativ.
So, Dagota Lauder. Geh zusammen ein. Zusammen werden wir wieder einmal dem Bösen in den Arsch treten. Phenos und den König. Für den König. Für den König. Na, 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 na. So dieses Herr der Ringe. Reiter von Rohan Meme Musik hier einfügen. Das wäre jetzt genau die richtige Ansprache gewesen, um jetzt gemeinsam mal zum Pass zu marschieren und ja, dem Hof noch beiläufig in den Arsch zu treten und dann die Sträflinge abzuwehren an der Mauer in einer epischen Schlacht. In einer Schlacht epischen Ausmaßes. Weggetreten! Er ist mit uns! Er ist mit uns allen! Ich geh besser mal mein Schwert schleifen. Wie leise. Gen Argota. Gute Ansprache. Feierfaust von Goldschild reicht derweil Alexandril einen kleinen Beutel. Brigandier Enzio. Gut. Wo ist der jetzt? Alter, raucht er sich da hinten erstmal ein? Nice. Also geht zum Baron in Zeiten wie diesen, braucht es ab und an Einsprache für die Moral. Wenig. So ist. Ich sehe gerade die Beschreibung von Okin. Ziemlich dick und kräftig. Rechtes Ohr fehlt. Viele Narben. Riecht nach Tabak und Holzöl. Was ist Holzöl? Haut er sich erstmal eine Pfeife rein. Alter, die Sonne scheint genau auf mein Gesicht. Hör auf, Sonne. Ich muss gleich mal aufstehen und die Jalousie runtermachen. Das ist sehr schlimm. Innos Macht ist wahrlich mit mir gerade. Das wird anstrengend die Woche. Kann wohl von Glück reden, dass ich mich fühle, als ob ich 4 Jahre jünger wäre. Megan Faust. So immer. Oh ja. Geheimnis sein mag, teilt es gern in einer ruhigen Minute mit mir. Bitte, Alexandrie, schaut gen Okin. Jetzt ist die Zeit zu reden, deutet erneut zum Gerichtssaal. Wir sind nicht der Feind, aber mehr dazu unter Verschluss. Luwin zu Faust, was auch immer euer Geheimnis sein mag, teilt es gern in einer ruhigen Minute mit mir. Droga klingt sehr nach Wachdienst in der Kolonie. Gut, gehen wir hinein. Dreierfaust von Goldschutz, eine Kultistin, 3 Tage lang Schmerzen, die nicht vergleichbar sind. Und dann Magie. Warte kurz, ich will jetzt nicht als erster reingehen. Alter, was hat er bitte für ein sickes Schwert? Hallo? Oh mein Gott. Puh, das ist heftig, jo. Geh da nicht als erster rein. Das ist jetzt der Gerichtssaal hier. Ich war schon mal mit einem unsichtbaren Charakter, mit dem Tiven war ich schon mal hier. Aber, ja. So. Jetzt hören wir den vielleicht gar nach oben.
Interaktion mit den Gesellschaftern, hier mal zu. Das Schwert von Faust sieht so cool aus, wirklich. Ritter Alexandre winkt ab, die Mannen sind keine Spitzel, ich wollte nur nicht, dass uns ein Döner vor der Kaserne sieht. Ich hoffe ja mal, dass die beiden sich jetzt ein bisschen im Griff haben. Und, ja. Also erzählt mir was. Irgendwas müsst ihr doch wissen. Ich stelle mir den Hauptmann Okin so ein bisschen wie Gimli vor, von der Stimmlage her, keine Ahnung warum. Er schreibt ja von sich selbst, er ist dick und so ein bulkiger Typ. Da habe ich immer wieder irgendwie Gimli im Kopf. Atmet etwas entnervt aus und sieht gen Argotar. Mal gucken, was Argotar zu sagen hat. Bin jetzt auch mal gespannt. Ich denke mal, der wird es jetzt nur das, was er jetzt im Hof gesagt hat, nur noch mal kurz zusammenfassen, schätze ich mal. Was anderes wird er jetzt auch nicht großartig sagen. Weil warum sollte er jetzt mehr wissen als vor 5 Minuten? Peter Alexandril würde sich kurz abwenden, sich eine Hand entfernen, vor dem Mund halten und eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Freitag Xerxes dämpft etwas die Stimme, macht aber auch keinen Hehl daraus. Ich hab's ja immer gesagt, Magie-Scheiße, unberechenbar und gefährlich. Unberechenbar und gefährlich. He's got a point, muss man sagen, he's got a point. Ich bin immer noch stolz auf mein Schwert, was ich habe. Das Familienschwert der Leelons. Ich finde meine Rüstung dafür ein bisschen geiler als die von Faust. Er hat das coolere Schwert, ich habe die bessere Rüstung. Ein Wurf. Oh. Pff. Gang Pocket. Ich finde, so kann man besser jetzt der Szenerie auch ein bisschen lauschen und sich das Ganze angucken. Ich könnte zum Feuer gehen. Aber andererseits ist es viel zu warm für ein Feuer. Die Barriere, es kam Berichte aus dem Minental, dass dort eigenartige Dinge geschehen sein sollen. Magischer Natur. Ich bin mir sicher, dass die Kultisten seit langem von innen heraus versuchen, die Barriere dem Erdboden gleich zu machen. Erst jetzt sieht man das Ausmaß ihrer umfänglichen Arbeit. Der Abt hat mit uns zusammen versucht, die Kristalle aus den Meteoriten zu bergen und sie einzusetzen. Der Barriere vielleicht wieder Kraft zu geben. Dies ist unsere letzte Hoffnung, die Barriere aufrechtzuerhalten. Steht vor dem Bücherregal und tut mehr oder weniger so, als seine Anspannung zu verbergen. Er hört genau zu. Ob man Okin Eichmann hat. Letzte Hoffnung. Das klingt ja noch düsterer als erwartet. Ja, true.
ich den machen? Nee, könnte ich. Nicht. Freier Forst von Goldschild, was passiert, wenn die Barriere zerstört wird? Hat das Ausmaß auf die Insel abseits der Sträflinge? Hat das Ausmaß auf die Insel abseits der Sträflinge? Gute Frage. Alter, die Sonne. Junge, die knallt mir gerade so rechts aufs Gesicht drauf. Holy shit. Aber der Bildschirm, zumindest kann ich jetzt wieder was auf dem Bildschirm großartig sehen, das ist gut. Die Lagerwachen berichten ihren Gildenleitern und Gildenmitgliedern, dass vermummte und bewaffnete Männer an den Lagern vorbeiziehen und sich im Wald aufhalten. Die Kryptawache des Hofes sah sie Richtung Sagittas Höhle gehen. Die Stadttorwache Mika erblickte einen am Rande des Nordwaldes. Tja, wie reagiert man da jetzt drauf? Gute Frage. Da ich kein Gildenleiter und kein Gildenmitglied bin, würde ich davon jetzt erstmal nicht betroffen werden. Ritter Alexandril blickt gen Faust. Das Erz wurde schon vor der Barriere gefördert und wird auch danach gefördert werden. Na, das wage ich zu bezweifeln. Lord Agutha, wenn sie fällt, muss der Pass um jeden Preis gehalten werden. Zumal sich an der Gesamtsituation der Insel nicht viel ändert, außer erhöhte Alarmbereitschaft. Die Feinde bleiben auch die gleichen, die Kultisten. Abseits des Ganzen wissen wir nicht, was noch alles passieren kann, falls die Barriere fällt. Auch von möglichen Auswirkungen weiß niemand etwas. Freier Forst von Goldschild, das war nicht meine Frage, Alexandril. Ich fragte abseits der Schriftlinge. Ich mach mal slash denken. Das passt ein bisschen besser. Wie fährt es durch den Bart und grübelt? Freier Forst von Goldschild. Achso, okay, das hab ich grad. Ritter Alexandril zuckt mir den Schultern. Auch wir sind nicht allwissend. Heinrich Edwards redet da draußen mit den Rekruten. Aber das lese ich jetzt mal nicht vor, weil das ist jetzt gerade nicht Teil der Situation hier. Boah, jetzt geht die Sonne langsam unter. Jetzt kann ich wieder endlich aus meinem Fenster gucken. Jetzt ist die Sonne unter meinem Fenster langsam gewandert. Tja, es bleibt abzuwarten, was jetzt passiert. Hauptmann Okin von Eichbad. Neben marodierenden Gefangenenhorden will ich mir gar nicht ausmalen, welche Kräfte noch von den Kultisten freigesetzt werden. Wenn sie von innen die Barriere zerstören könnten, wer weiß, welche dunkle Magie sie dann zu uns schicken. Wir hatten schon mal untote Schergen in der Stadt. Mir hebt eine Braue, als er das mit den Untoten hört und guckt dann Fragen zu aus. Oh. Die Barriere ist ein Mysterium für sich. Er geht einfach, okay, dann ignoriere einfach meine Mode. Das emote sich jetzt eiskalt so aus. Innos wird uns helfen. Wir werden die Insel um jeden Preis halten. Bitte, Alexandril nickt. Deshalb waren auch die Kultisten unser wichtigstes Ziel. Und darüber informierte ich auch die Miliz. Die Insel wird immer wieder von leichten bis mittelstarken Beben erschüttert, welche hier und da Steinschläge in den Gebirgen auslösen. Die magische Barriere, welche die Sträflingskolonie umgibt, leuchtet immer wieder hell auf und gibt ein lautes Donnern und Grollen von sich. Ja, doch, ich glaube, jeder verspürt diese Beben. Durch.
Lord Luwin spürt diese Beben und atmet tief durch. Die Torwache Mika stürmt in die Kaserne, völlig verschnauft, eine bewaffnete Gestalt. Sie war am Rande des Nordwaldes zu sehen. Die Frage, hören wir das jetzt hier innen drin? Er ist ja nur in die Kaserne reingerannt, nicht in dieses Gebäude. Musst du eine RP-Info schreiben, Bro. Achso, okay. Okay, Okin steckt die Pfeife weg. Scheiße. Was nun schon wieder? Da ist Untot in der Stadt? Wann? Dort ruft jemand. Solange unsere Differenzen werden niedergelegt. Ich will davon auch nichts mehr hören. Noch will ich nicht hören, dass ihr den Orden noch einmal abfallend erwähnt. Nun heißt es, zusammenzuarbeiten. Hauptmann, bewaffnete Gestalten sind am Rande des Nordwaldes zu sehen. Der Kollege wirkt auch ruhig und gelassen, genauso wie ich in meiner Kurzinfo. Torwache Mika hat sie gesehen, bei der Faust von Goldschiff, vor 4 Jahren. Wir wurden bis in die Oberstadt gedrängt, wir mussten... Oh shit. Okay. Vor 4 Jahren, wir wurden bis in die Oberstadt gedrängt. Wir mussten alles mit der Zeit zurückerobern. Mit dem Hafen zurückerobert. Konnten dann auch die Hilfe des Festlandes erbitten. Ich mach mal slash gang standard alt. Gestalten, vermutlich Kuttenträger. Ja, und an dieser Stelle beende ich auch mal die Folge. Jetzt wird's spannend, glaube ich. Und schaltet in der nächsten Folge ein. Bei Gothic Online Untold Chapters. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.